Wer unsere Kanäle verfolgt, der weiß wahrscheinlich, dass der historische Liebesroman mein Lieblingsgenre ist. Gerade alles, was um 1800 bis 1900 spielt, ist ja viktorianische Regency, das ist einfach meins. Ich liebe die Atmosphäre und ich bin da sehr zu Hause mittlerweile in England mit dem ganzen Regelwerk und so weiter. Dafür habe ich einfach schon unzählige Bücher davon gelesen. Jetzt in den letzten Jahren wieder und davor hatte ich eine Phase, als ich 18 war, als ich das unheimlich viel in diesem Genre gelesen habe. Und ja, es ist einfach mein liebstes Genre. Ich liebe es. Und da es immer nur nach England geht, war ich, und vielleicht auch mal Abstecher nach Paris zu dem Zeitpunkt, aber nicht nach Deutschland, war ich natürlich noch umso gespannter, jetzt mal einen Liebesroman zu dieser Zeit zu lesen, der in Deutschland spielt, und zwar 1827. Bevor wir jetzt aber loslegen können, es ist eine Dauerwerbesendung, weil ich euch jetzt dieses Buch vorstelle und es könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Es war auch ein Rezensionsexemplar. Ich bin aber völlig frei in meiner Meinung und unten in der Infobox findet ihr alle weiteren Infos. Ja, worum geht es? Es geht um Johanna. Johanna ist jetzt von Königsberg nach München gekommen. Ihre Großmutter soll sie verkuppeln, an den Mann bringen. Es stehen Bälle an und ja, Johanna geht leider den Weg des Skandals. Sie vertraut dem falschen Mann. Das hätte sie nicht tun sollen. Und vielleicht gibt es für Johanna auch noch Hoffnung am Horizont. Das ist es mit der Handlung. Und ihr habt hier hinten steht so viel drauf, dass es eigentlich die Handlung des gesamten Buches ist, plus minus einzelne Szenen. Es ist sehr viel vorweggegriffen. Also Minimum 58% kommt es langsam in Rollen, was hinten drauf steht. Das hat für mich für unheimlich viel Langeweile gesorgt. Und im Endeffekt ist hinten die Storyline erzählt. Also es ist nicht so viel Story drin. Natürlich ist es meistens ja nicht bei diesen Sachen. Und das ist auch die Vorhersehbarkeit und diese ganzen Sachen. Es ist Charme des Genres. Es ist einfach, ne, es gehört dazu. Es ist da das, weswegen ich zu solchen Büchern greife, dass ich im Grunde genommen weiß, worauf ich mich einlasse und mich in die Atmosphäre wirklich entspannt fallen lassen kann. Weil ich weiß, am Ende wird alles gut und es wird jetzt nichts Großes, Dramatisches passieren. Deswegen bin ich auch Fan des Genres. Ja, aber dieses Buch, davon war ich leider kein Fan. Und ich kann es nur immer wieder dazu sagen, jeder nimmt Dinge anders wahr. Und ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Ich mochte die Schauplätze, ich mochte auch teilweise die Atmosphäre. Es waren schöne Momente eingefangen. Aber mit Johanna und mit Alexander kam ich überhaupt nicht klar. Ich fand sie dumm und egoistisch und die Liebesgeschichte habe ich den beiden auf keinen Fall abgekauft, nicht einen Moment, weder von seiner noch von ihrer Seite. Ich habe die Gefühle nicht wirklich nachvollziehen können. Ich habe auch nicht gerne Zeit mit ihnen verbracht. Was es für mich schwer macht, eine Liebesgeschichte dann interessiert zu verfolgen, dazu noch die große Langeweile, weil ich ja wusste, was passiert. Also mehr als nur wusste, was passiert. Es war ja ziemlich gut aufgesplittert hinten im Klappentext, was alles passieren wird. Und ich weiß es nicht. Ich habe die Liebesgeschichte nicht gekauft. Ich glaube ihnen nicht. Ich glaube nicht, dass da gute Gefühle dahinter stecken, dass das wirklich etwas ist, das Bestand haben könnte. Und ja, es gab auch nur einen einzigen Charakter, den ich in der ganzen Geschichte mochte. Und das ist Maximilian, der Cousin von Johanna. Die nächste Geschichte, weil es eine Reihe wird. Die nächste Geschichte, ein Graf auf Abwägen, wird sich um ihn drehen. Aber ich glaube, auch wenn ich Maximilian total gerne mag, werde ich nicht zurückkehren zu dieser Reihe, was sehr schade ist, weil es mich wirklich gereizt hat, München im Jahre 1827 mal eine andere Weltsicht zu sehen. Nicht immer nur England. Das finde ich sehr, sehr unterstützenswert. Nur leider hat es hier in keinster Weise gezündet. Es ist auch, ich glaube, es ist sehr modern gehalten. Für mich war es etwas zu modern, wie die Charaktere sich auch vielleicht verhalten haben. Dadurch wurden sie für mich dumm und egoistisch. Ich fand die Liebesgeschichte einfach nicht schön. Also weder er noch sie haben sich wirklich meiner Meinung nach korrekt verhalten. Und ja, aber das ist, wie gesagt, Ansichtssache. Es hat tolle Kritiken bekommen. Nur
Es war nicht meins. Also lasst euch deswegen nicht abschrecken. Ich kann euch nur meine Meinung sagen als kleiner Wegweiser in der Welt der Bücher. Und wer mich ja über längeren Zeitraum verfolgt, weiß ja auch meine Meinung immer besser einzuschätzen, welche Charaktere halt zünden oder nicht. Aber gut, ich könnte euch jetzt ja auch sagen, dass, weil es ja eigentlich hinten drauf steht, aber ich lasse es. Ich will euch nicht so weit spoilern, weil dann habt ihr echt nichts mehr vom Buch. Weil dann kann, die ganze Geschichte ist hinten drauf erzählt. Wenn ich jetzt noch ins Detail gehe, was mir genau nicht behagt hat, ist da wirklich dann null mehr drin für euch. Also, ja. Leider von mir kein großer Tipp. Ich werde jetzt aus dieser Reihe aussteigen, was sehr, sehr schade ist, weil ich hatte mich wirklich drauf gefreut. So, und dann kommen wir zu den ähnlichen Büchern, die ich jetzt nicht hier hochhalten werde, weil ich nichts habe, was jetzt zu der Zeit in Deutschland spielt zum Beispiel oder was mich wirklich daran erinnert hätte. Aber wenn ihr historische Liebesromane mögt, guckt einfach auf unseren Kanälen, auf diesen hier oder auf dem Glimmerfee-Hauptkanal. Es ist mein Lieblingsgenre. Das heißt, da ist unheimlich viel, was ihr entdecken könnt, wenn ihr jetzt sagt, hey, gerade nach den Bridgertons oder so, ich möchte ein bisschen mehr in diese Zeit abtauchen. Ich finde, das ist auch eine Zeit, in die man gerne reist, zur Winterzeit. Ich finde, es hat immer einen weihnachtlichen Charme, egal auch wenn die Sachen im Sommer spielen, mit dieser Kutschenromantik einfach. Also, wenn ihr nach solchen Büchern sucht, guckt einfach bei mir auf dem Kanal oder ja, bei uns auf dem Kanal, auf den Kanälen. Ihr findet da reichlich. So, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch oder einen positiven Kommentar, vielleicht auch beides. Und ihr könnt uns ja auch besuchen auf dem Glimmerfee Hauptkanal. Da findet ihr Büchervlogs, da findet ihr Lesemonate, da findet ihr wir als Leser, wo wir berichten, wie was unsere Lesemacken sind und so weiter. Also noch ganz viel Büchercontent auch auf unserem Erstkanal. Hier findet ihr ja bisher nur die Einzelbesprechung. Also ich wünsche euch richtig schöne Lesestunden. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.